Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine. Ja, legen wir los, oder? Schnappt euch auch ein Getränk. Wir machen uns einen entspannten Tag. Ah, hör, was da los war. Da war alles, alles. Der Tod war nah an jeder Ecke. Und ich mittendrin. Schon neue Ufo-Song. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ist unfassbar gut. Ganz sicher. Braucht sich auch die Familie nicht mehr drum kümmern. Das ist, manche müssen zurückgelassen werden. Das ist hier der Fall. Aber sie ist halt echt böshässlich. Meine Hand. So, die haben wir weggepackt. Relatable. Was ist mit dir los? Hast du einmal nachgedacht in deinem Leben? Ich liebe diesen Mann. So bescheuert. Unfassbar. Der Bahnsteig. Das ist aber nicht nur ein ordinärer Bahnsteig. Das hier ist der größte Bahnhof im Lego-Sortiment. Die sind gleich groß, gleiche Farbe, gleiche Öffnung. Oh mein Gott, ich habe den Text oben nicht gelesen, Bro. Digga, oh mein Gott. Also, identisch. Ich bin völlig verwirrt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es gibt günstig, preiswert, ja, ein bisschen teuer, lackgesoffen teuer, Lego. Peter, komm raus, du Tier. Das ist die neue. Ich letztens, als ich Marsha vorgestellt habe. Hat ein Loch oben und unten seitlich offen. Ist euch das egal? Komplett. Richtig, mir auch. Aber das eine ist die alte, das andere ist die neue. Faktor 5 bis 10 im Preisunterschied. Obwohl es uns allen gleich egal ist. Ist aber oft so, kennt ihr das? Man redet so und auf einmal guckt man rüber und da ist niemand mehr. Passiert mir oft. Oh nein, einfach weg. Wir haben ganz viele Gummis dabei, die man für alle möglichen tollen Dinge verwenden kann. Wir haben einen interessanten Kofferraum zum Öffnen und wir haben vor allem ein höhenverstellbares Fahrwerk. Der hört einfach nicht auf zu wackeln. Warte, was stand da für ein Text? Wenn die freundlichen Damen am Straßenrand dich von ihren Vorzügen überzeugen wollen. Wir haben ganz viele Gummis dabei, die man für alle möglichen tollen Dinge verwenden kann. Wir haben einen interessanten Kofferraum zum Öffnen und wir haben vor allem ein höhenverstellbares Fahrwerk. Der hört einfach nicht auf. Wenn die neue Dirne zum ersten Mal meine Fleischpeitsche vor Augen hat. Zu wachsen. Es ist jenseits von Gut und Böse, wirklich. Das ist der größte Oschi, den ich je direkt vorm Rüssel hatte. Unglaublich. Jetzt wird hier Gas gegeben, dann stellt ihr den hin, guckt, dass ihr nicht dabbig seid. Mist, ich hab die Deko kaputt gemacht. Das Video war auch so gut. Das eine Teil, was ihr hätten weglassen können, fällt ab. So, und dann. Und das war ein Fuffi. So enttäuscht. So enttäuscht. Und dann. Und das war ein Fuffi. Nee, es lohnt sich nicht mal zum Auslachen. Ich habe mal aus Versehen irgendwas in der Hand gehabt, aber ich habe damit nie was gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Es stimmt vom Maßstab für mich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Extrem gut. Kein Bezug in irgendeiner Form. Also gar keinen. Da kann ich jetzt nichts Gutes drüber sagen, kann nichts herrlich. Schlechtes drüber sagen. Guckst du dann mal kurz? Halb. Ich meine, es ist ja schon groß. Ist ja eigentlich schon relativ gewaltig sogar. 30-30, gut 10, bisschen knubbelig, ist so was für die Mädels, können sie viel Spaß haben, denke ich, oder? Genau. Hey, ich würde nicht sagen, dass Evoli was für die Mädels ist. So, wieso 5? Verstehe ich jetzt schon wieder alles nicht. Ich bin komplett damit überfordert und weiß nicht, was ich tun soll. Und unten muss ich auch noch eins reinlegen. Wo ist denn der Spalt hier? Da ist der Spalt. Habe ich es richtig rum reingelegt? Ich glaube schon. Das heißt, die Katze ist aus dem Sack. Man kann also eine andere Farbe in die gleiche Spritzgussform reinmachen und ein Teil, was es vorgeblich nur noch in merkwürdigen Farben gibt, kann man wieder in die alte, coole Farbe verwandeln. Ja, wir haben nicht mehr damit gerechnet. Irgendein Fuchs bei Lego ist gegen den Farbeimer getreten, dann ist es in die Form reingelaufen, jetzt haben wir das Zahnrad wieder in der richtigen Farbe. Aber da freue ich mich wieder über meine liebe Plattform YouTube hier, das ist alles auf der, das ist einfach alles gibt, völlig wurscht, was du sehen willst, du kriegst es und hast Gaudi dran. Danach habe ich mir was angeguckt über Otter, Jetico Otter, auch großartig.
einfach nur für die gute Laune, guckt man sich an, wie ein Otter irgendwo durch die Gegend planscht. Spitze. Hä? Warum ist dieser Clip da drin? Und der Otter hat dann einen Freund und dann planschen die gemeinsam. Nur noch cooler ist, hin und wieder mal einen Biber anzugucken. Und ein wenig verspielter ist es, sich Erdmännchen anzuschauen. Ne? Das wisst ihr. Aber wenn ich mir fremde Erdmännchen angucke, kriege ich Ärger. Deswegen gucke ich Otter an. Dicke Otter. Ich würde sagen, europäischer Durchschnitt. 63, 64 Zentimeter von Magnet zu Magnet. Ja. Das Gesicht. Ich habe jetzt ein ausgeprägtes Profil. Die Statue nicht so. Also entweder hat er irgendwann mal im Stammbaum in Bügeleisen mitgewurschtelt oder sie ist gegen die Wand gerannt. Dänische Künstler sitzen im Mondschein und schnitzen das. Danach wird es glatt gelutscht und dann bekommt ihr das. Da stecken 2,5 Jahre Handarbeit drin. Fast. Kinder vielleicht, aber nicht bei uns, sondern in Vietnam. Und das ist schäbig zusammengeschustert, gezimmert, zusammengeleimt und ganz, ganz billig und dann hergebracht. Und dann habt ihr es. Aber sieht aber cool aus, finde ich. Das ist egal. Und das ist ja der Punkt. Und das ist das Geniale an diesem Figürchen. Jemand, der einfach Lego-Fanboy ist, kauft sich eh. Für perfekt. Da haben wir es wieder. Ich bin wieder der Lego-Fanboy, Freunde. Oh, wer Holz mag, weiß ich nicht. Aus Holz kriegst du coolere Sachen als das. Aber ansonsten, der Witz ist, diese 120 Euro sind reine Symbolik. Völlig egal. Es steht nichts dahinter. Und deswegen hätte ich 250 draus gemacht. 700. Völlig egal. Irgendwas Cooles. Und dann wären sie cool gewesen. Sich hingestellt und gesagt, komm, Tausende. Darauf habe ich lange gewartet. Hier, die Frisur von den Mädels ist eingearbeitet. Wir haben 3 Mädels bei 7 Figuren. Das ist der normale Schnitt in der Feuerwehr und auf dem Bau. Kranplätze müssen verdichtet sein. Wir brauchen eine funktionierende Baustelle. Und ich finde, es sollte immer eine funktionierende Baustelle geben. Die gehört immer in die Stadt. Und das ist... Bro, dieser Kran sieht überscheiße aus irgendwie. Das ist doch gerade der Knaller. Man hat seine Polizeistation, man baut irgendwie einen Bahnhof und man baut es alles. Und womit baut man das denn schließlich? Mit einem tollen Kran. Also kann man den immer dazustellen. Das ist eigentlich schlauerweise das Erste, was man kauft von Lego City. Man baut, man kauft den Kran mit seinen Baustellenfahrzeugen. Und damit baut man dann alles andere auf. Ich meine, das ist doch so vollkommen klar. Warum ist das Lego nicht klar? Das verstehen wir alle nicht. Und jetzt setze ich das drauf. Es verbindet sich nicht. Ey, no joke, no joke. Diese neuen Lego-Straßen sind der größte Bullshit überhaupt. Bruder, was war falsch mit den alten Lego-Straßen? Die waren doch übelst geil. Digga. Aus seinem Handy, Digga. Ich meine, wir reden über 300 Euro. 300 Euro. Gehen nur auf 2 Premium-Partner und mit denen fahren wir gemeinsam gegen die Wand. Das war der Plan, der hat auch funktioniert, die Wand ist da, die sind voll dagegen, das war's. Rede ich hier eigentlich so lange rum, schon wieder 20 Minuten gequatscht, nichts vorwärts gegangen. Cool, oder? Ja? Das ist Schrott. Kleine lustige Geschichte am Rande. Aber das sind so Geschichten und das finde ich bitter. Ich finde es wirklich bitter. Es ist unterhaltsam irgendwie, es hat einen Comedy-Faktor. Man kann das, wenn man das einfach mit so einer gewissen Losgelöstheit von der Welt sich anschaut, sagen, das ist aber amüsant, was die da machen. Aber wenn man so drin ist und dann rechnet man das mal ein paar Jahre nach vorne, dann fühle ich mich schon ein bisschen gefoppt, oder? Gefoppt? Wie seht ihr das? Was heißt das? Ich weiß ja nicht. Was ist gefoppt? Aber ich könnte mir vorstellen, da sowas staut sich da so. Bro, das Video war an sich gut, aber es kam so, alle 3-4 Videos kam so ein Clip, der vollkommen random war. Der wirkte einfach nur so, als hätte man so eine Minute adden müssen, um so auf die 8 Minuten Mid-Roll-Zeit zu kommen. Mega weird. Da waren so starke Clips dabei, aber es war auch richtiger Garbage dabei.